Ganz recht herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir und ich habe heute einiges zu tun. Vor allen Dingen hier, da werde ich auch starten, also den Geschirrspüler auf jeden Fall erstmal ausräumen und einräumen. Sieht eben nicht so schön aus. Und habe ich jetzt. Nein, ich dümmel. Ich habe vergessen, die Müllsäcke runterzubringen. Super, jetzt ist es hier noch eine Woche. Riesenscheiße. Ja, ich werde vielleicht sonst einfach im Keller erstmal packen. Da ist eben kühler und da alles. Und sollte vielleicht gehen, mal schauen. Muss ich gucken. Und hier gibt es auch einiges zu tun. Da sieht es momentan so aus, das Spielzeug. Und da ist Nika. Nika, Mäuschen, machst du Sitz? Sitz. Prima. Ja, ich habe nichts zu essen. Die denkt nur an das eine, ans Essen. Und Leute, ihr Napf ist voll da. Seht ihr? Also es ist nicht so, dass sie nichts hätte. Und das Wetter ist heute doch extrem schön. Und ich denke, heute wird es wieder auch warm werden und alles. Und deswegen mache ich auch endlich den Balkon. Da wollte ich schon die ganzen letzten zwei Wochen machen. Ich weiß nicht, wann das Video gewesen ist. Dann bist du, glaube ich, jetzt 2 Wochen etwa her. Und damit werde ich jetzt loslegen. Also nicht mit dem Balkon, sondern mit der Küche werde ich loslegen. Und heute Nachmittag dann wohl dort. Dann ist es, glaube ich, warm genug. Und wie man sehen kann, ich habe mir die Haare wieder gefärbt. Ganz allein diesmal, das erste Mal. Und ich finde, es ist ja gut geworden da. Kein Ansatz mehr. Und ja. Genau. Ich werde jetzt anfangen mit der Küche, sonst stehe ich morgen noch hier und habe nichts gemacht. Bis gleich dann. So, die Ecke ist jetzt mal aufgeräumt. Genau, sieht doch schon viel besser aus. Und ja, die Küche sieht quasi noch genauso aus. Hab mich jetzt hier mehr beschäftigt mit dem ganzen Zeug. Ja, ich habe jetzt einen Termin beim Frauenarzt am 15. August. Wir haben den Termin extra so spät gewählt, weil wir noch eben doch noch ein paar Fragen haben. Ich möchte eben, wie gesagt, bis dahin noch ein paar Kilo hoffentlich verlieren. Und wir haben auch noch ein bisschen die Hoffnung, dass es vielleicht bis dahin dann doch geklappt hat mit einer Schwangerschaft. Aber da wir das eben bis da, ja, wir schauen einfach, wie es passiert. Wenn es passiert, dann passiert es, und wenn nicht, haben wir jetzt den Termin. Das heißt, ich habe auch wieder mehr Motivation, überhaupt Faden verloren. Ich habe mehr Motivation eben zum Abnehmen, genau. Und da mehr zu machen. Und ja, ich hoffe, dass es jetzt dann besser läuft. Jetzt das Wochenende haben wir zwar wieder extrem gesündigt mit Chips, Süßen etc. Aber das war auch, weil am Freitag sind von einer Freundin, also eigentlich ist es ja von Schotzen Arbeitskollegin, aber sind halt jetzt zu Freunden geworden mit der Zeit. Die haben am Freitag eben dringend jemanden gesucht für ihre Kinder. Da hat wohl niemand aus der Familie Zeit gehabt. Und die Kinder kennen wir ja auch schon und sie kennen uns auch schon.
Und deswegen haben wir eben auch gesagt, dass wenn sie möchten, dass sie gern zu uns kommen können, schon eine Nacht übernachten. Und ja, es ist super gegangen. Es gab quasi keine Streitereien oder sonstiges. Also klar, mal so ein bisschen, aber die haben sich super verstanden, waren sehr lieb gewesen. Und Samstagabend sind dann eben die Eltern gekommen. Wir haben da ein bisschen quasi gefeiert. Also nichts Großartiges eigentlich. Die haben sich nämlich Bier bestellt und wollten eben verschiedene Biersorten testen, was sie auch gemacht haben. Ich trinke ja keinen Alkohol. Und ja, es war auf jeden Fall ein sehr lustiger Abend und das kann man definitiv öfters machen, wenn sie auch Zeit dafür haben. Die sind ja irgendwie sehr eingespannt und alles. Und würde man dann ja sehen, ne? Dafür, dass wir eben auf die Kinder aufgepasst haben, sind wir jetzt auch nochmal eingeladen worden. Und ja, bin so ein bisschen am Überlegen, ob ich vielleicht doch nochmal Weight Watchers probieren soll. Ich weiß es eben nicht genau. Oder einfach Kalorien zählen, aber Kalorien zählen passt mir irgendwie überhaupt gar nicht. Dabei ist es vom Prinzip her fast das Gleiche. Ich weiß es nicht, ich muss mir darüber wirklich noch Gedanken machen und ja, mal gucken, was da so das Beste ist. Weil Kalorienzählen ist halt der Vorteil, dass es eben gratis ist, also dass es da verschiedene Apps gibt und bei Weight Watchers ist es dann wieder so teuer. Und keine Ahnung, wie teuer das momentan ist. Genau. Aber jedenfalls habe ich jetzt wieder ein Ziel vor Augen und ich habe das so ein bisschen aus den Augen verloren. Und mit dem 5 Uhr morgens aufstehen klappt übrigens auch sehr gut. Da bin ich letzte Woche wirklich immer um 5 aufgestanden. Ausnahme war eben Freitag, weil ich da wusste, dass die Kinder kommen, dass ich da einfach meinen Schlaf brauche. Und Samstag und Sonntag, weil von Samstag zu Sonntag waren die Eltern ja da gewesen und wir waren bis gegen, bis wann waren wir wach? Ich glaube, bis gegen 1 waren wir ungefähr wach gewesen. Wir haben da eben noch gezockt und alles mit der Switch. Und ja, da stehe ich dann nicht um 5 Uhr, vor allen Dingen, wenn sie hier in der Stube schlafen. Wir haben da ja die Matratzen für, die stehen noch da. Eben hier hingelegt gehabt und was soll ich irgendwie 3, 4 Stunden machen? Ja, und da hätte ich sowieso viel zu wenig Schlaf gehabt, da habe ich gesagt, da schaue ich auch nicht. Und heute bin ich dann wieder um 5 aufgestanden und ja, genau. Dementsprechend müde bin ich auch. Und es läuft aber, ich habe letzte Woche eben gemerkt, wo ich Freitag eben länger geschlafen habe, dass ich um 5 auch schon eigentlich hellwach, also hellwach, auf jeden Fall so weit wach gewesen wäre, dass ich hätte aufstehen können. Das geht schon ziemlich schnell, dass sich der Körper daran gewöhnt, habe ich gemerkt. Und ich war, glaube ich, sogar Mittwoch quasi vor dem Wecker wach gewesen, was mich überrascht hat. Jedenfalls, es läuft und es wird weiterlaufen. Ich möchte dort erstmal so eine kleine gewisse Routine entwickeln und dann kann ich euch da auch gern einmal mitnehmen. Vielleicht nächste Woche dann. Bis dahin habe ich es wahrscheinlich raus, wie was ich am besten ungefähr mache. Und ja, so einen kleinen Plan ist nie schlecht. Und jetzt habe ich genug gesabbelt. Ich muss da hinten das noch aufräumen, den Tisch wieder. Und ich schaue immer auf mein Handgelenk, weil ich da immer die Uhr trage. Wir haben es jetzt 13.13 Uhr. Nein, jetzt 13.14 Uhr. Und ich werde den Balkon heute nicht machen. Ich glaube, mir ist es auch einfach zu frisch.
Gestern konnte man schon ohne Jacke am Nachmittag umherlaufen. Das war extrem schön gewesen. Und wir haben uns noch ein Sofa angeschaut, was jemand wegschmeißen wollte eigentlich. Und haben einfach uns das angeguckt. Aber das hätte hier nicht reingepasst, einfach zur Überbrückung oder sowas. Sieht das Sofa noch bei Weitem besser aus. Wie man sieht, wenn die Decken drauf sind, sieht es wirklich noch gut aus. Das Sofa ist, ich habe einfach nicht zwei gleiche Decken. Dann würde es noch mal besser aussehen. Aber so geht's. Man kann nicht alles haben. Und jetzt mache ich erstmal weiter. Bis später. So. Es ist... ich habe immer noch nicht meine Uhr um. Nur ein Haar. wir haben es jetzt... Keine Ahnung, wie spät es ist. Da ist mein Handy. Wir haben es 20 vor... Vier. Und hab jetzt noch ein bisschen aufgeräumt und ja, bisschen am Laptop was gemacht. Ich habe mir doch vorgenommen, ein bisschen weniger am Handy zu sein, weil mir in letzter Zeit aufgefallen ist, dass ich irgendwie ständig dran bin. Und meine Nägel muss ich mir neu machen. Sieht nicht mehr so schön aus. Weil mir eben in letzter Zeit aufgefallen ist, dass ich eben irgendwie ständig dran bin und ja, das möchte ich halt ein bisschen ändern. Und damit habe ich eigentlich gestern, also eigentlich schon Freitag mehr oder weniger angefangen. Da, seitdem bin ich auch wirklich weniger am Handy dran. Und gestern war ich quasi gar nicht. Und ja, ich hoffe, mal schauen, wie es weiterläuft. Für so eine Phase, ich habe auch irgendwie keine Lust, viel am Handy zu machen. Und ich wollte mich eigentlich heute nur noch verabschieden. Ich schaue jetzt noch ein bisschen The Biggest Loser von vorletzter Woche, also das ist eine Aufnahme. Und mich würde mal interessieren, wer schaut das noch? Ich schaue es zumindest momentan gern, mein Mann momentan eben nicht so, weil er eben findet, dass es irgendwie immer das Gleiche ist, aber ja, es ist schon jede Staffel ähnlich und das ist jetzt die 10. Staffel und ja, aber ich finde, es motiviert auch nochmal zusätzlich, wenn man sieht, die haben 2 Kilo verloren und so weiter und ja, genau. Bis zum 15. August möchte ich wirklich noch ein paar Kilo verlieren. Eben auch, je nachdem, werden wir dann auch da starten, wenn wir wissen, also wenn wir genauer wissen, wie die Kosten aussehen und so weiter. Da werden wir noch eben drüber sprechen dann, genau. Und es dann entscheiden. Und ja, ich beende jetzt jedenfalls diesen Vlog und wünsche euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gestartet. Ich hoffe jetzt noch ein bisschen weiter, The Biggest Loser, und wir sehen uns dann, denke ich, morgen wieder. Bis dann. Tschüss.